Moin Moin, die Filmfreaks, das hier ist Leinwand TV und ich bin Sven Oswald. Ich hoffe, euer Wochenende rockt. Es ist Samstag und hier kommt mein wöchentlicher Serientipp. Am Anfang stelle ich euch hier meine Lieblingsserien vor und lasst mich aber gerne von euch inspirieren, was in Sachen Serien noch alles so total abgeht. Heute kommt eine, die auch ganz viele von euch vorgeschlagen haben, zum Beispiel auf Facebook unter www.facebook.com/LeinwandTV, Breaking Bad. Was bitte ist das denn allein für ein geiles Setting? Walter White, einst vielversprechender Chemiker, fristet sein Dasein als Highschool-Lehrer. Ja? Unterfordert, unterbezahlt und wie er gleich am Anfang von Staffel 1 erfährt, todkrank. Diagnose Krebs unheilbar. Seine Frau Skyler ist schwanger, das kleine Schwesterchen seines leicht körperlich behinderten Sohnes Walter Jr. also unterwegs. Die Aussichten düster. Keine Kohle, keine Zukunft und eine Prognose, die Walter deutlich suggeriert, dass er seine Tochter wahrscheinlich nicht mal mehr kennenlernen wird. Die verzweifelte Idee, Walter nimmt Kontakt zu einem ehemaligen Schüler auf, der zum stadtbekannten Kleinkriminellen und Drogenticker avanciert ist und überredet ihn zum Kochen. Aber hier nicht Chateaubriand oder Coq au Vin, nee, Meth, Crystal Meth. Walter als Chemielehrer hat das Know-how, Jesse Pinkman als Kleinkrimineller die Kontakte für den Vertrieb. Ganz einfache Idee und was jetzt beginnt, ist eine Bilderbuchverbrecherkarriere, die dem eigentlich so ängstlichen und vorsichtigen, unscheinbaren und höflichen Walt so überhaupt nicht stehen will. Also am Anfang, denn Walt verändert sich, oder besser gesagt, die Aussichten, bald sterben zu müssen, verändern ihn und auch die Aussicht, so leicht, so verdammt viel Geld machen zu können. Aus einem "Ich brauche nur genug Cash, um meine Familie durchzubringen", wird im Laufe der Zeit und im Laufe der Staffeln ein Millionen-Dollar-Business. Aus einem Chemielehrer der beste Meth-Koch nördlich der mexikanischen Grenze. So, mehr sage ich jetzt nicht zum Inhalt. Das sollte euch auf jeden Fall genug Lust gemacht haben, die Serie mal anzusehen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ich will ja hier auch nicht spoilern. Aber ich kann euch nur verraten, ich habe die ersten 4 Staffeln absolut verschlungen. Und ich verrate euch auch gerne, warum. Denn selten habe ich eine Serie gesehen, die so unrealistisch realistisch ist und so abgedreht, dass sie eigentlich nur echt sein kann. Selten wurden in einer TV-Serie Charaktere so glaubhaft und nachvollziehbar angelegt. Von Walt selber über seine Frau Skyler, seinen Schwager Hank, der auch noch bei der DEA arbeitet, bis hin zum Bösewicht und nachher Boss von Walt, Gustavo. Das Setting und die Geschichte, das packt einen und immer wieder stellt man sich die Frage, was hätte ich an Walts Stelle getan? Und das Schöne ist, für solche Fragen hat man bei Breaking Bad auch noch Zeit. Denn man nimmt sich auch Zeit für schöne Bilder. Langsame Kamerafahrten sind wirklich ein Markenzeichen dieser Serie und nicht so CSI-mäßig. Versteht mich nicht falsch, ich gucke CSI gerne, aber eine Kamera auf der Leiche, eine im Kopf der Leiche, eine im Kopf der Assistentin, eine auf dem Skalpell der Assistentin, alles so schnell geschnitten, dass man schon fast einen epileptischen Anfall kriegt. Nein, hier hat man noch Ruhe und Zeit und trotzdem hat die Serie keine Längen. Das finde ich eine großartige Sache. Gut gemacht sind auch die Cliffhanger am Ende einer jeden Folge. Die Folge plätschert so vor sich hin, vermeintlich, und am Ende denkt man, verdammt, wie geht's denn nur weiter? Sodass man gleich die nächste Folge noch gucken muss. Und genau aus diesem Grund warte ich mit dem Anschauen der 5. Staffel von Breaking Bad, bis sie komplett auf DVD oder online raus ist, damit ich eben nicht diesen Fernseheffekt habe, verdammte Kacke, eine Woche warten, ich weiß, wie es weitergeht. Ich kann euch auf jeden Fall die ersten 4 Staffeln erstmal ans Herz legen. Da habt ihr genug Material zum Gucken, wenn ihr die Serie nicht kennt, und die ist auf jeden Fall was für alle, die auf Serien mit ein bisschen Grips stehen, mit ein bisschen Geschichte und mit eben wirklich grandiosen Schauspielern bzw. grandiosen Charakteren, die echt funktionieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr von Breaking Bad haltet, wenn ihr es kennt oder worauf ihr euch vielleicht freut in Staffel 5 und 6, wer euer Lieblingscharakter ist. Diskutiert mit mir, schreibt ein bisschen hier unten in die Kommentare oder auf Facebook www.facebook.com/LeinwandTV. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wenn ihr noch eine Sekunde Zeit habt, dann klickt mal auf Daumen hoch. Das freut mich. Bis dann. Tschüss.